Trio seinen Evo 10 gesetzt. Also wenn das mal kein Riesenansporn ist. Das letzte Rennen wird ein Grip-Duell 1 gegen 1 sein. Und das, Leute, das wird der Hammer. Somit heiße ich euch ein allerletztes Mal willkommen zu Need for Speed Pro Street. Es geht auch direkt los, ohne Startsequenz, das kennen wir ja von Rio wieder. Wie gesagt, er hat uns nach Tokio verschleppt, um uns noch einmal zu zeigen, unsere Schwächen aufzuzeigen, beziehungsweise mir. Dieses Rennen ist wirklich hart. Ihr wundert euch wahrscheinlich, warum ich für das Zeitrennen jetzt auf einmal den Pagani-Sonder habe. Die gesamte Folge wird mit Pagani gefahren. Da kommt man noch Drifts hinzu, alles Pagani. Weil es einfach brutal schwierig war. Ich habe dieses Zeitrennen zum Beispiel mit dem Audi versucht, mit dem Porsche 911 Turbo, mit... was noch? Mit dem Porsche GT2, mit dem... Evo 10, mit allem möglichen und habe es nie geschafft. Rio ist teilweise 45er Zeiten gefahren, die ich absolut nicht einholen konnte. Erst mit dem Pagani habe ich es dann hinbekommen. Das ist auch nur eine 54, aber die erste, da hat man eh nicht so viel Schwung. Und ja, Anbetracht der Tatsache, dass dieses Rennen und diese gesamte Sache in Tokio wirklich, wirklich sehr anstrengend war, da hat das Spiel nochmal ganz zum Schluss richtig ordentlich nachgelegt, moderiere ich das jetzt nach. Und so kann ich auch schon vorhersagen, dass das Rio jetzt ausgerechnet dann bei dem Teil, wo ich dann auf einmal irgendwann dann den Dreh einigermaßen raus hatte, wie ich die Kurven zu fahren habe, da hat Rio dann aufgehört, diese perfekten Zeiten zu fahren. Ihr werdet das gleich sehen. Der Pagani ist eigentlich auch nicht so perfekt geeignet für den Rundkurs, finde ich. Also er ist nicht so schlecht, wie ich gedacht hatte. Ich hatte echt nicht erwartet, dass er sich so gut schlägt im Endeffekt. Allerdings... ist in den Kurven das Handling, naja, so geht so, ne? Auf den Geraden allerdings hat er halt die extremen Vorteil der besten Beschleunigung von allen Fahrzeugen, die es in diesem Spiel gibt. Deswegen habe ich ihn dafür genommen. Und ja, wird ganz teuer hier missbraucht, der Wagen. Deswegen habe ich ihn auch einfach matt schwarz gerollt. Er war ja mal golden. Ihr kennt ihn bestimmt noch von den Speed Challenges. Ich habe ihn matt schwarz gerollt, weil ich mir dachte, dass es sich sowieso nicht lohnt, den schön zu lackieren für dieses Zusammengekloppe hier. Also, zu guter Letzt noch einmal eine gesamte Folge in Tokio. Das Zeitrennen ist schon bald vorbei. Hier hat Rio wirklich nochmal richtig gezeigt, was er kann. Also das Spiel ist an sich, ist das wirklich gut und fair und auch mal schwierig, mal einfach. Allerdings in diesem letzten Event, diesem hier, da muss ich sagen, wurde es auf einmal so schwer, das habe ich nicht verstanden. Das fand ich wirklich grenzwertig. Ich meine, wenn man es schon bis dahin geschafft hat, dann kann man den Spieler auch mal gewinnen lassen. Also nicht gewinnen lassen, aber dann muss man doch nicht den Schwierigkeitsgrad auf einmal so stark hochdrehen. Ich fand das schon komisch bei den Speed Challenges, wie es sein kann, dass der mit seinem Evo 10 unserem Lamborghini direkt hinterher fährt. Und es ihn überhaupt nicht interessiert, wie stark ich bin. Wenn ich mit dem hier anfahre, da zieht er teilweise auch mit seinem Evo mit. Das ist... halte ich für etwas unwahrscheinlich. Naja gut, was jetzt hier so kurz aussieht nach gemütlichen 4 Rennen, war ganz schöner Arc. Deswegen bin ich froh, dass dieses Rennen gewonnen ist. Weiter geht's dann also, wie schon erwähnt, mit dem Drift das erste Mal mit dem Pagani. Dem einen oder anderen wird es wahrscheinlich schon auffallen. Dieser ist tatsächlich anders als der andere Felgen und der hat ein Bodykit gekriegt. Ich weiß nicht, wieso ich das gemacht habe. Einfach
Na, ich meine, ich muss ja eh einen zweiten kaufen, weil ich ja nicht ein dasselbe Auto für mehrere Sachen benutzen kann. So, das hier ist der Versuch, schon am Anfang viele Punkte rauszuholen, denn dieser Drift war sehr, sehr, sehr schwer. Der hat hier Punktzahlen rausgeholt, die konnte ich mir nicht erklären. Und deswegen muss ich direkt, hier in dieser Kurve muss ich schon auf 2000 Punkten sein, damit ich eine Chance hatte. Ihr kennt das noch von früheren Folgen, hier bin ich echt nicht der Beste. Allerdings hat es hier doch recht gut geklappt, aber ich habe sie auch sehr oft wiederholt. Also ich habe einige Versuche gestartet. Da muss man uns irgendwann noch raus haben. Hier bin ich mit dem Silvia S15, mit dem RX8, dem RX7, dem Q, da habe ich wieder rausgeholt aus Verzweiflung, bin ich hier gedriftet. Und hier hat es endlich gepasst, 3500 Punkte. Rio hat jetzt nur 2,9 gemacht, aber das hat er immer im ersten Lauf. Und im zweiten war er dann immer so bei 3,2, 3,3. Die setzen wir nochmal zurück, um die Strecke etwas zu verlängern. Man darf auch nicht zu weit zurückfahren, sonst setzt einen das Spiel wieder nach vorne. So, Mädchen, geht da weg. Das klappt auch nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt habe, hier mit am Anfang ein paar Punkte holen. Aber, ja, 100 Punkte ist besser als gar keine. Kurve ganz eng an der Wand entlang. Die Kurve hätten wir auch viel schöner nehmen können, die ist nämlich zwischendurch abgebrochen. Das wird jetzt schwierig, allerdings haben wir eben auch schon mit 3500 richtig gut vorgelegt. Also, naja, Einlauf ist ja meistens dabei, der nicht ganz so schön ist. Nee, der hier ist wieder so ein... Naja, ich war zu dem Zeitpunkt auch schon sehr, sehr angenervt von der extremen Schwierigkeit hier. Das merkt man ein bisschen in meinem Fahrstil. Außerdem weiß ich auch, dass ich schon eben 3500 Punkte gemacht habe. Und ich glaubte auch nicht dran, dass es noch besser wird. Wir werden sehen, einen Lauf haben wir noch. In diesem Driftrennen. Es gibt nachher noch eins. So, also der letzte Lauf für diesen Drift. Dies ist jetzt aber auch wirklich die allerletzte Folge. Nicht, dass jemand denkt, jetzt kommen 10 Folgen mit Rio Watanabe raus. Nein, es gibt zwei. Also die in Nevada, die vorherige, und diese hier. Und diese ist wirklich die allerletzte Folge Need for Speed Pro Street von der Story her. Wie gesagt, es werden eventuell noch Sonderfolgen rauskommen. Das kann allerdings auch noch einen Moment dauern. Das wird dann einfach zwischendurch so neben der Reihe kommen. Oh ja, hier sind die Punkte auch nicht so schlecht, aber auch nicht so gut wie beim ersten Lauf. Noch zu weit, bin ich fast an die Wand geflogen. Gucken wir mal, was Rio gemacht hat. Ob er uns wieder geärgert hat oder... Ja, 3200 hat er gemacht, aber nicht genug, um meine 3,5 zu... Dann haben wir hier noch einen Sektor-Shootout. Der allerdings mit dem Pagani dann gar nicht mehr so schwierig war. Ich habe mich am meisten an diesem ersten Zeitrennen und an dem ersten Drift aufgehalten. Die waren wirklich mega schwer. Und das hier war dann auf einmal so leicht. Ich habe mich richtig angestrengt, deswegen hatte ich auch überhaupt keine Scham, ihm reinzufahren. Und auf einmal hört er auf, Leistung zu bringen. Hier direkt den ersten Sektorrekord gebrochen. Die Kurve da schön genommen, bei der ich oft zu kämpfen habe, wegen dieser Regentonnen da. So, die nächste Kurve auch direkt richtig schön. Selbst die enge Kurve hier, souverän. Also so schlimm ist der Pagani gar nicht auf dem Rundkurs. Er ist eine Überlegung wert. Und nächsten Sektorrekord gebrochen. Ich fand nur ein bisschen irgendwie fehl am Platze, weil das ist ja Street Racer-Szene hier immer noch. Und dann Pagani. Naja. Gut, Rio hat uns den ersten Sektorrekord wieder abgenommen. Somit haben wir jetzt nicht alle vier, aber vielleicht können wir das noch nachholen. Nachwärts zu 9, 22 Punkte fehlen mir da. Na, für den Sieg reicht es, aber vielleicht kriegen wir die noch. Dann können wir ihm richtig, ja, seinen Sieg wirklich komplett abnehmen. Ja, Tokio ist echt, also das ist wirklich die angenehmste Strecke, die ich je hier in Tokio gefahren bin, muss ich sagen. Die ist auch wieder so extrem eckig. Das ist, für mich ist das nichts. Dem einen oder anderen mag das gefallen, aber meine Lieblingsstrecke ist Tokio absolut nicht. Und jetzt nochmal, komm. Na, 17 Punkte. Naja, wie auch immer. Es ist jetzt die letzte Runde, haben wir den halt nicht. Lassen wir ihm ein bisschen seiner Würde übrig. Aber den Sieg und seinen Titel, das will ich haben. Alles beides. Dafür war der Weg zu lang, um jetzt mit leeren Händen den Platz hier zu verlassen.
Ja, irgendwann ist es vorbei mit dem eigenen Rekordenbrechen. So, da vorne ist noch ein Checkpoint und den haben wir nochmal gebrochen. Sehr schön. Ab durchs Ziel. Wenn auch mit zerknitschter Nase. Und somit laufen wir sehr stark auf den Sieg zu. Wie schon versprochen, kommt noch einmal ein Drift, auch wieder mit dem Pagani. Mit unserem Bodykit Pagani. Ich glaube, den habe ich repariert. Weil ich den doch ein bisschen oft gegen die Wand gedrückt habe bei dem anfänglichen Versuch auf der Geraden, da ein paar Punkte zu holen. Das hier war auch echt nicht ohne, denn diese Kurve sieht zwar gut driftbar aus, aber ich knall immer in diese Wand. Ihr kennt es ja noch aus früheren Folgen mit dem Toyota Corolla, habe ich die sehr schön genommen, ja. Vielleicht hätte ich den Corolla hier tatsächlich probieren sollen. Aber ich, keine Ahnung, warum ich das nicht gemacht habe. Corolla habe ich tatsächlich, glaube ich, nicht probiert. Wahrscheinlich, weil er viel weniger Leistung hat. War ich schon ein bisschen im Panikmodus, habe ich nicht mehr logisch gedacht. Aber das war auch ein sehr schöner Lauf. 2,8. Gucken, was Rio da hat. Ja, 2,5. Das sieht gut aus. Allerdings war das meistens so. Ich hatte fast das Gefühl, wenn ich im ersten Lauf was Gutes bringe, dass er dann direkt mich im zweiten Lauf damit bestraft, weil er sieht, oh, er hat seinen Standard erhöht, dann erhöhe ich meinen jetzt auch. So, mit Nitro direkt in die Kurve, damit das Heck richtig wegfliegt. Ja, da bin ich nicht zum Nachkorrigieren gekommen, aber der Drift wird nicht unterbrochen, das ist schon mal gut. Ein bisschen in die andere Richtung und jetzt die Ecke schön nehmen, das ist das A und O. Sonst verlangsame ich mich da so sehr, dass ich den Lauf eigentlich schon fast vergessen kann. Die Ecke eignet sich auch nicht so sehr zum Drift, wie es eigentlich aussieht, wie so ein Schikanen. Das ist, ja, das sind leere Versprechungen. So, gucken wir mal, ja, über 2,8 kommen wir doch gerade so, aber nicht über unsere vorherige Leistung. Und noch der letzte Lauf, der allerletzte Drift in der Story von Need for Speed Pro Street auf meinem Kanal. Ob man ihn jetzt genießen kann, weiß ich nicht. Aber ich meine, wieso nicht? Ist ja alles nur virtuell. Es kam kein wirkliches Fahrzeug zu Schaden bei der Produktion dieser Reihe. Gut, ich hoffe, die 2877 reichen, denn das hier sieht jetzt noch nicht so sehr danach aus, als ob ich mehr hinbekäme, oder? Ah, sieht schlecht aus. Wie soll ich da jetzt noch, oder? Nein. Also die müssen reichen. Und sie reichen auch. Da hab ich das war der Lauf, in dem ich wirklich, wirklich viel Glück gehabt habe. Kommen wir zum allerletzten Rennen. Okay, wir sind dabei. Wir sind dabei, wenn Geschichte geschrieben wird, Leute. Jetzt geht's drum. Cooper kann den Showdown gegen die Krone entreißen. Oder Rio könnte hier sein Comeback feiern. Rio seinen Evo 10 gesetzt. Also wenn das mal kein Riesenansporn ist. Das letzte Rennen wird ein Grip-Duell 1 gegen 1 sein. Und das, Leute, das wird der Hammer. Ja, unser Ansager hat es schon vorweggenommen. Das allerletzte Rennen bildet ein schön altmodisches Grip-Rennen, allerdings im schönen Tokio. Es wird also einiges an Matschblech geben. Ist das hier überhaupt Blech? Ich kann mir gut vorstellen, dass der hauptsächlich aus Carbon besteht, der Pagani. Vielleicht sogar Kunststoff. Wir haben es direkt nach vorne gekämpft. Mit 4 Runden. Ich glaube, das ist die Strecke, wo ich den Mustang so übel zerlegt habe. Oh ja, das ist sie. Na gut, dann haben wir wenigstens recht breite Straßen und wissen, wo die Kurven sind. Sind ja derer auch nicht ganz so viele. Und der Pagani lässt sich echt gut steuern. Der hat wirklich gute Bremsen vor allem auch, was ja wirklich viel wichtiger ist, als man das so annimmt. So, da sind wir nämlich genau schön direkt in die Wand gefahren, um zu beweisen, wofür Bremsen wichtig sind. Das bremst nämlich viel mehr ab, als wenn ich vorher abgebremst hätte und souverän durch die Kurve gefahren wäre. So, die zweite Runde läuft. Er ist zum Glück hinter mir. No. Das ist aber auch mein Glück, dass das finale Duell mit so vielen Geraden
ist, denn auf den Geraden habe ich dann doch eindeutig einen Vorteil. Da muss das Spiel das dann einsehen, dass der Pagani schneller ist als der Evo. So sehr es ihn auch liebt. Ja, alles in allem hoffe ich, dass euch die Reihe gefallen hat. Ich weiß noch nicht, wann ich das nächste Mal ein Rennspiel komplett durchspiele und es zeige. Wahrscheinlich passiert das nicht so bald. Es werden einzelne Rennen kommen von verschiedenen Spielen. Natürlich auch weitere Folgen bei Arma und Rust und auch noch einiges an Zombie-Spielen. Jedenfalls ist Need for Speed Pro Street damit jetzt gleich zu Ende. Es war eine schöne Zeit für mich, ich hoffe, ihr habt es auch genossen. Und guckt es euch gerne immer wieder an, wie auch immer. Hauptsache, ihr habt Spaß. Ich verabschiede mich. Und sage einfach mal bis zum nächsten Mal. Tschüss. Keine Ahnung, ich kenne diesen Cooper nicht. Damals hätte der nichts gerissen.